Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outlaws Old West. So, ich habe weggeräumt. Ja, speziell für dich jetzt. Ja, ich habe abgelegt. Oh, das Huhn, die Schweine hinten. Oh. Ja, abgelegt wurde Yolanda. So, und zwar Waldraut. Inventar, nix außer Müll. Yolanda ist soweit leer. Da ist nichts mehr drin. Das ist gut. Auch kein Müll. So, was ich aber beim Ausräumen... Oh, ich freue mich schon, wenn die gemeine Küche zur Gemeindeküche wird. Endlich, endlich. So, was aber wichtig ist, im Zuge des Weihnachtsstresses muss ich natürlich 1, 2, 3 Folgen vorproduzieren. Und bin dabei total hinten nach. Total. Ja. Also, abgelegt habe ich. Das ist toll. Ich habe etwas festgestellt. Da habe ich das ganze Fleisch mal reingetan. Muss man natürlich... Wen sehe ich denn da laufen? Aber die laufen in die falsche Richtung. Wie auch immer. In der Vorbereitung fürs Weihnachtsspecial, da werden wir nämlich die Mine machen. Habe ich noch nie... Wieso ist die leer? In der Vorbereitung fürs Weihnachtsspecial, da werden wir die Mine endlich begehen. Und zwar die große, die keinen Bug hat. Habe ich also Dinge vorbereitet und bin drauf gekommen. Wir haben echt wenig Ressourcen. Also wir haben wirklich wenig Ressourcen. Wirklich wenig. So, hier im Holzding, da sieht es ganz schlimm aus. Ja, ich habe hier bereits die Einrichtung für die gemeine Küche in Auftrag gegeben. Ich nehme mal alles. So, das kommt in die Truhe. Aber wir brauchen mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz. Man sieht, in der Kiste ist schon ganz schön gut viel drinnen. Das reicht schon eigentlich fast für die Einrichtung der gemeinen Küche. Auch genug Sesseln und so. Ja, so ein Pianino werde ich noch einstellen. Nö, werde ich natürlich nicht. So, wir schauen noch kurz auf die Steinchen. Und das sieht ganz schlimm aus. Also die Steinchen sehen ganz schlimm aus. Somit muss ich gemeinsam mit dir und tut mir auch ein wenig leid, weil ich wollte jetzt die gemeine Küche fertigstellen. Wir müssen gemeinsam, weil ich schaffe das sonst nicht vor Weihnachten noch alles vorzubereiten. Du, ich und Yolanda. Wir müssen auf Ressourcenrunde gehen. So, bedeutet, ich brauche Steine, ich brauche Holz und natürlich Schwefel. Schwefel brauche ich immer. Schwefel ist super. Schwefel ist super. So, wir werden also heute... Es tut mir leid, ich wollte eigentlich an der gemeinen Küche weiterbauen. Aber wegen Vorbereitungen für Weihnachten und der anderen drei Projekte, die da so am Laufen sind, bin ich nicht zu mir gekommen. Es tut mir so leid. So, aber jetzt wird sowieso Nacht und deswegen können wir in der Nacht ganz gut Ressourcen holen. Ich glaube, Yolanda ist nicht auf Folgen eingestellt. Das muss ich noch ändern. So, wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Auch wegen den Kerzen, wegen Möbeln. Bestimmte Möbel brauchen ja Erze. Und wir wollen die gemeine Küche einrichten und das nächste Bauprojekt. Also wir werden dann auch ein Objekt kaufen, ein Gebäude, so wie wir es vorher gemacht haben, nach der Kirche, haben uns den Herrn Kang gekauft, das war schon gut. Der kann uns immer wieder einen Hut verkaufen. Habe ich immer einen Hut eigentlich noch? Ne? Ich schaue gleich nach. Auch das ist gut mit dem Hut. So, Moment. Ja, ich habe meinen Hut noch. Ja, Handschuhe habe ich auch. Alles in Ordnung. So, mein liebes Pferdchen, folge mir bitte. So, ja, Mr. Kang haben wir gekauft, nach der Kirche. Das heißt, ich würde, wenn die gemeine Küche fertig ist, auch noch ein Objekt kaufen wollen und dann das nächste Gebäude bauen. Und das nächste Gebäude, das wird enorme Ressourcenmengen verschlingen. Und ja, wenn mal die Weihnachtszeit vorbei ist, dann werde ich auch wieder zwischen den Folgen Dinge tun können. Schauen wir mal. Also, Ressourcen vorbereiten. Wir machen natürlich gemeinsam. Die großen Dinge werden gemeinsam erledigt. So, Kohle, 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 los! So. So, ich glaube, da steht wer.
Da kriege ich ja schon langsam Verfolgungswahn. Ja, genau, und weil ich gerade hier bin. Und da wird die Goldmine herplatziert. Da rund um den Felsen. Entweder da. Oder da vorne bei den Banditen. So, aber zu denen gehen wir im Moment nicht. Weil ich könnte natürlich, jetzt noch Kohle nachlegen. Kohle! So, weil, wenn wir schon da sind, nimm alles. So, und hier auch. So, nimm alles und leg Kohle rein. Super. Oh, Yolanda, armes Pferdchen. Und nicht vergessen, ich brauche auch Holz. Wir haben fast kein Holz mehr. Das liegt daran, weil die gemeine Küche hat doch eine ganze Menge Holz verschlungen. Und diese Möbel, die waren teuer, was Holz betrifft. Ja, Clay, super. So, und deswegen, das ist der Grund, warum wir heute gemeinsam einfach eine Ressourcenrunde machen. Ja, wählerisch müssen wir nicht sein, wir brauchen echt alles. Also, das machen wir heute gemeinsam. Einfach alles holen. So, gemeine Küche einrichten und ja, die Veranda, ich freue mich schon so. Ich habe auch überlegt, ob ich unsere Runde mit den drei Pokerfreunden dann nach oben verlege, dass die in der gemeine Küche sind. Also später dann in der Gemeindeküche. Habe ich mir auch überlegt. Wäre auch keine schlechte Sache, oder? Dann ist das irgendwie belebter im Dorf. Wobei da unten die Plattform, auf der die derzeit stehen, die ist halt schon super. Die ist halt schon echt super. Ich sehe den Bären hinten. Ich sehe ihn. So. Und ich denke mal, zwischendurch kann man auch gerne gemeinsam mal Ressourcen holen. Ja, ich weiß nicht, wie lange dieses Bigfoot-Ding geht. Jetzt habe ich ihn nicht nochmal gekillt. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Aber ich denke mal, das ist nicht schlimm. So. Ja, gehört dazu zu solchen Spielen. Das ist natürlich Ressourcen holen, Ressourcen holen, Ressourcen holen. Ja. Ja, aber jetzt haben wir eh schöne Ausritte. Wir haben Abenteuer erlebt. Wir haben Banditen gekillt. Oh, ist das schön, wenn die Sonne untergeht. Ich mag das richtig gerne. Da, 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 da. Da, 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 da. So, was haben wir? 64% Auslastung. Super. Eigentlich hätte ich gar nicht mehr aufsteigen müssen. Du kannst doch vom Pferd runterschlagen. Ja. Ich habe da keine so tollen Erfahrungen. Ich probiere es aber jetzt. So, mach mal das mal. So, den Schwefel holen wir uns vom Pferd. Wenn wir es denn schaffen. So. Nö. Gut. Dann holen wir nicht vom Pferd. Nein, wir steigen auf den Schwefel drauf. Jetzt geht's. Ah, mein Gott. So, Schwefel brauchen wir auf jeden Fall, weil wir haben ja in letzter Zeit relativ guten Muni-Verbrauch. Und ja, da möchte ich auf der sicheren Seite sein. Wir gewinnen zwar immer, wenn wir die bösen Kerle erledigen, gewinnen wir immer oder fast immer Pistolenmuni. Mehr als wir verbrauchen, definitiv. Aber ich verbrauche wenig Pistolenmuni. Jetzt habe ich ja in der letzten oder vorletzten Folge habe ich ein paar Tiere erlegt. Oh, es tut mir leid. Ja, es tut mir leid, aber ja, ich brauchte das Fell. Nein, ich brauch's nicht wirklich. Aber es war praktisch. Ja. Und die habe ich dann mit Pistolen erlegt. Ja, kann man machen, aber auf jeden Fall gewinne ich mehr Pistolenkugeln dazu, als ich ausgeben kann. Also werden wir ein High-Noon-Duell veranstalten mit Banditen. Nein, das werden wir nicht machen. So, Moment. 83%. Also wenn. Wenn wir über 100 sind, lege ich was auf Yolanda. So. Ich wollte
war nur so still gerade, weil ich habe mir eingebildet, entweder war das ein Uhu, ein Kauz oder ein... Keiner weiß es. So, schauen wir gleich wieder, wie weit wir sind. So, 90%. Ein wenig geht noch. Mit der Axt im Walde. War da nicht irgendwo ein Bär? Ja, der wird mich dann anfallen, oder? Ja. Super. So, wie sieht's aus? 90. Ja, irgendwo war da ein Bär. Ich kann mich genau erinnern. Mir ist's, als wär's gestern gewesen. Da, 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 da. Da, 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 da. So, und da ist auch eine Kuh, die könnte ich natürlich jetzt mit einer Pistole erschießen oder zu unserer anderen Kuh zurück ins Dorf bringen. Aber ich werde sie, glaube ich, nein, ich will sie nicht erschießen. So, das können wir ein anderes Mal. Ja, und einen Esel muss ich ja auch noch fangen. Das wird auch noch ein Unterfangen. Unterfangen. So. Ja, muss ein wenig vorproduzieren wegen der Weihnachtszeit. Ist aber alles okay, oder? Ich denke mal, machen wir 2 Folgen im Voraus. Vielleicht 3? Nein, das schaffe ich nicht. Nein, ich möchte ja auch eingehen können, wenn ich jetzt in die Kommentare kriege, hey, du hast dabei 7.16 einen Bigfoot übersehen. Ja, gut, in dem Fall war ich jetzt echt schon wirklich zu weit weg, aber dann möchte ich darauf eingehen können, eigentlich. Sehr gut. So, dann holen wir uns da noch Kohle. Kohle brauchen wir eher am wenigsten im Moment, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, Kohle, Staub, aber sonst. Ressourcenintensivst, auch hier danke für die Kommentare. Wird wohl dann die Schiene sein, die Eisenbahn. Die ist aber buggy, wurde geschrieben. Also hat man mir in die Kommentare so hineingetan. Ja, bin gespannt. Also wenn das Update mir nicht alles wegreißt, also mir und dir, ist ja eigentlich die Arbeit von uns beiden. Ja, und wenn das Update oder ein Update das nicht wegreißt, ja, dann kommen wir sicher auch zu den Schienen. Also denke ich schon, im Moment spricht nichts dagegen. Und ich denke mal, solange es mir und dir noch Laune macht, werden wir weitermachen. Wenn einer von uns beiden dann nicht mehr will und oder kann, ja, dann werden wir es einfach lassen. So, Moment. Vor lauter Reden sind wir schon über 100%. So, ja. Also, auch wenn das jetzt vielleicht eine negative und oh, wie schrecklich Ankündigung ist, aber diese Runde definitiv eine Ressourcenrunde. Wenn wir einen Banditen dazwischen sehen, dann werden wir ihn töten. Und dann werden wir schauen, wie viel Ressourcen wir am Ende dieser Runde haben. Und dann werden wir gemeinsam entscheiden, machen wir nächste Folge noch eine Ressourcenrunde oder nicht. So, wir sortieren das mal und schlichten das mal. Na, 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 na. Na, 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 na. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, ist schon besser, aber ist noch nicht einmal eine Reihe in einer Kiste voll. Also, okay, wir haben wirklich einen Riesenverbrauch gehabt. Ja, müssen wir halt jetzt langsam wieder auffüllen. Unsere Vorräte, bevor sie zur Neige gehen. Und das endgültig. So. Da, da, da. Ah, jetzt hätte ich den Baum, glaube ich, vom Pferd aus. Ja, egal. Spring ich halt ab. Also, das hat sowas von Reiterhorden, wenn ich vom Pferd aus... Aber es geht wahrscheinlich. Nö, will er nicht. Oh, doch. Ja, aber... Ja, okay. Ja, aber das ist... Also, gefällt mir es anders.
Ich meine, es geht, aber... Ja, ich weiß, und bei den Steinen wird es dann auch gehen. Und ja, siehst du, ich habe es dir gleich gesagt. Ja. Aber so habe ich den Schatten, der völlig asynchron zu mir ist. Ja. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. 27, da können wir noch lange hacken. Ja, das mit dem Clay, also, ja. Ja, also, ist okay. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Ja, und in diesen Ressourcenrunden, ist ja eigentlich auch egal, ob Nacht ist. Wobei, es ist schon, geht schon in Richtung Morgen. Also wir sind schon 2.15 Uhr, also... So, da vorne ist ein Wolf. Ein Wolf. Also auch interessant, den Puma habe ich ja zum ersten Mal gesehen gehabt. Ich habe vorher noch nie den Puma gesehen. Ja, und dann töte ich ihn gleich. Wobei, Riesenvieh. Riesenvieh. So, jetzt schauen wir uns gleich die Leiche des Wolfes an. War das so ein Einzelwolf? War das so ein Einzelwolf? Ui, 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 ui. Nee. So. Okay, einer rennt weg. Wo sind die anderen? Okay, hinter mir. Okay, kurz Fersengeld. So. Bogen reiten. Wir machen berittenen Zweikampf. Verdammt! Ja, sollte man auch mit Muni im Lauf machen. Sehr gut. Was war das für ein komisches Geräusch? Es hat sich echt angehört, wie als würden Pfeile an mir vorbei zischen. Hast du das auch gehört? Also, ja, ich denke schon, oder? Es hat sich echt nach Pfeilen angehört. Hm. So, den schwarzen Wolf haben wir leider verloren. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Was ist denn das da? Da. Ein Baum. So, dann gehen wir da mal runter. Runter, runter. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. So, gleich haben wir die Steinchen. Moment, Inventar. 53%, super. So. Auf geht's. So, legen wir mal alles. Oder? Ach, laufen wir noch weiter. Ach komm. Da vorne, das ist aber ein Bier, oder? Oder Kohle. Der Kohlebär. Das wär's doch. Ein Kohlebär. So. Ja, viel Clay. Ich hätte gerne statt dem Clay das Ganze in Stein. Gleich ist 6 Uhr morgen und ich habe kein Frühstück. Okay, aber ich habe auch keinen Hunger. Also nicht wirklich. So, trinken könnte ich was. So. 70. Das geht. Da geht noch was. Ja, finde ich auch gut, dass man da auch Kupfer und Stein und andere Sachen auch kriegt. So. Tada. Tada. Na?
Noch Salz haben wir noch gar keins abgebaut, glaube ich. In der ganzen Ressourcenrunde hast du kein Salz abgebaut. So, dann hier noch. So, das Eisen werden wir nicht alles einschmelzen. Oh, und jetzt geht die Sonne auf. Es geht die Sonne auf. So, ja. Einfach alles gemischt rein. Auch das Fleisch der Wölfe. Na? Geht nicht mehr? Das ist voll, super. Na gut, ich meine, ja. So, dann würde ich sagen. Oh, da ist Schwefel. Ich bremse für Schwefel. Ja, für Salz auch gelegentlich. Aber jetzt bremse ich mal für Schwefel. Aber ich krieg nicht. Ich will den Schwefel haben. So, super. Oh, da ist das Salz auch noch. Ja, jetzt ist egal. Ich bringe alles zurück. Da wäre zum Beispiel auch ein schöner Platz, den ich für eine Mine wählen würde. Oh, die Kirche, die Gemeinde. Also von hinten sieht der auch interessant aus. Ja, das untere Stockwerk anders gebaut, stört mich aber ehrlich gesagt gar nicht. Nö. So. Liebe Yolanda, bleib mal. So, jetzt brauche ich die Sachen. Ich hätte gerne Holz. Das sind Steine. So, Erze. Salz. So. So. Nein, ich möchte nicht noch einen Claim kriegen. Hör auf zu singen! Sorry. Hey. So, wir bringen mal alles rein und weg. Also nicht nur weg, sondern auch rein und weg. Bring's rein und weg. So, und das ist das, was ich meine. Das ist viel zu wenig für das, was wir vorhaben, weil das nächste werden wir dann mit Ziegel und so. Ja, ich will noch nicht zu viel verraten. Ja, ist schon besser, aber gut ist anders. Überlastet, kann nicht springen. Ja. So, da haben wir den ganzen Clay. Ja. Okay, Eisen ist wieder etwas besser aufgefüllt. Das ist schon ganz gut. So, dann haben wir da. Hier haben wir noch Schwefel. Oh, da war noch Eisen. Hier. So, da. Ja, ein wenig mehr Holz. Das wird natürlich jetzt für ein Gebäude reicht das nie. Also viel zu wenig. So, wir haben da oben das Leder noch rein. Da kommt das Leder rein. Da kommt das Leder. Ach, hier. Da kommt das Leder. Das Leder. Da. Ja, ist aber auch schon gut bestückt. Gut bestückt. So, Kohle und Öl. Ja, jetzt haben wir inzwischen auch schon viel Öl. Was auch immer die Goldmine frisst. Wir haben gut Öl. Gut Öl. Also wie Glück auf. Gut Öl. So. Super. Ah, oh, wie schön. Das sieht doch super aus, oder? Mit dem Blitz auch noch im Hintergrund. So, meine Lieben, ich würde sagen, das war's für die heutige Ressourcen-Folge. Wir werden sehen, tja, was wir tja, morgen machen. Leider glaube ich nochmal Ressourcen holen. Bis dann, tschüss!